Jans und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir haben ja letztes Mal hier Royce erledigt. Die kleine Sau. Das war ein mega Kampf. Der hat unglaublich viel Munition gefressen und war mega stark. Für so einen Kampf gleich am Anfang des Spiels. Aber da... Ja, das habe ich mir selbst zugeschrieben. Ich habe da ein bisschen was verbockt. Bei dieser Mission. Deshalb gehen wir jetzt mal raus. Come on, V! Let's get out of here. Vanilla dick. Shit. Things buzzing around everywhere. Past the gate. We can talk there. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Vanilla dick, bitch. Moin. Thought you'd never see me again, didn't ya? Naive little punk. Na, Stout. So what now? Maybe I should look into exactly what you did here. Nee, lieber nicht. Maybe. But you'll have to learn to follow orders first. Dunno, that's not always possible. And I'm not that great at it anyway. Then you'll need to get good and make it possible. Next time. Secure the area. Okay. Time we were on our way, Mamita. Wow. Ich dachte, die würde uns jetzt über den Haufen ballen. Holy shit, V. I wasn't sure we'd walk out in one piece. Oh ja, Jackie. Oh ja, gute Arbeit. Thanks, Jack. Solid as ever. Hey, yeah, you too. But hey, what's this about? You feeling all right? Yeah, I want to make sure, you know. We're good together. I like how we do things. I do too, V. I do too. Hey, let Dex know we got his toy for him. And then I say we hit the afterlife. You know, do some shots. Ahí luego, V. Ahí luego. Bye, Jackie. How things looking, Miss V? Yeah. Ich hab den Flathead aber auf eine andere Art und Weise als gedacht. Got the bot. Then how'd it go? Run into any trouble? And what about the Militech angle? Met with Stout, managed to strike a deal. Well, well. Gave me the chip with the scratch for Maelstrom. So you paid for the Flathead with corp cash? No. Decided I could use the Eddies myself. And I just grabbed the bot. Just like that? Not just. Had to use violence. You got some balls, Miss B. We're all set. Ready to go. What now? Now we do the job I hired you to do. Grabbing that biochip. We'll talk about the rest at the afterlife. See you there. Great. Be there in no time. See you, Miss B. Okay, Dex ist es wahrscheinlich offensichtlich auch egal, wie wir das Ganze gemacht haben. Komme ich da noch mal rein? Nicht? Okay, schade. Habe ich wohl was verpasst mit dieser Tür? Und jetzt kriege ich natürlich diesen Vorteilspunkt, den ich gebraucht hätte. Sehr schön. Naja, vielleicht gibt es auch irgendwo eine Hintertür. Oder man kommt sonst irgendwie wieder da rein. Auf jeden Fall war das ein ziemliches Gemetzel. Und ja, wie ich schon gesagt, ich hatte das nicht so geplant. Leider hat dieser Ping, den ich gemacht habe, alles versaut. Ich dachte, das wäre kein Problem. Ich wollte bloß schauen, wie viele Leute da sind von diesen Maelstrom-Leuten. Aber gut. Ich sagte jetzt mal nichts mehr dazu. Wir haben es überlebt, wir haben den Flathead. Royce ist erledigt. Brick? Ich glaube, er hieß Brick. Haben wir möglicherweise als Komplizen, falls irgendwie mal was passieren sollte oder wir ihm über den Weg laufen. Ja, von daher eigentlich doch ganz gut gelaufen. Trotz einigen Schwierigkeiten. Und Munitionsknappheit.
Gut, ich würde sagen, wir klauen uns jetzt hier ein Meetech-Fahrzeug und hauen ab. Schade, geht nicht. Die machen hier einfach einen Mega-Stau. Irgendwas zu sagen? Bis jetzt. Okay, ich glaube, hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Wir können von hier verschwinden. Nochmal kurz. Oder warte, ich speichere mal richtig. Denn, ja, das war ein großes Vergnügen. Erstmal den ganzen Junk verkaufen. Okay, bloß 84 Dollar. Naja. Mal schauen, was wir hier so alles haben. Maschinengewehr, naja. Chaos. Das ist die Waffe von Royce. Okay, das kann weg. Dreimal das gleiche Sturmgewehr. Schaden. Power-Sturmgewehr. Smart-Sturmgewehr. Okay, ich glaube, mit den ganzen Waffen muss ich mich dann nochmals ein bisschen auseinandersetzen. Denn es gibt unglaublich viel. Und ich muss schauen, auf was ich mich genau spezialisieren möchte. Kettensäge, Katana, zweihändiger Baseball. Okay, das wär's erstmal. Ja, mal kurz schauen, was wir jetzt machen. Wir gehen nicht zum Afterlife, könnten wir gleich weitermachen, allerdings, rettet die Person hier. Machen wir das doch noch kurz. Und ein Levelaufstieg. Was hat uns gefehlt? Technische Fähigkeit war's. Ne, wollte ich nicht. Fahrzeugkampf im Fahrzeug angebrachte Waffen erhalten 25% mehr Schaden, minus 0,7% Sekundenerfassungsdauer. Okay, man kann es zurücksetzen. Gut. Gesundheit ist immer gut. Mehr Gesundheit. 24.000 Credits haben wir schon. Alter. Solche Sachen sind leider durch Path Tracing. Ein bisschen doof. Darf ich mal euer Auto hier
klauen Fahrzeuge entführen. Du kannst bemannte Fahrzeuge entführen, sofern deine Konstitution die Attributspunkte das zulassen. You can't! Doch, ich kann. She's a psycho! She's a psycho! Süßes kleines Mord. Okay. Fährt sich beschissen. Shit, hab ich nicht gesehen, sorry. Okay, was ist hier los? Schläger Maelstrom. Also eigentlich die, die wir gerade vernichtet haben. Darf man hier durchfahren? Fragezeichen. Fucking trash it all, everything. Ich lasse euch mal in Ruhe, ich hab gerade. Okay. Hat nicht so gut geklappt. Schnell mal weg von hier. Das sind solche Events, die auch bei den neuen Updates hinzugekommen sind. Damit die Welt etwas lebendiger aussieht. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Verfolgungsjagden soll es, glaube ich, auch geben und noch andere Dinge. Regina Jones. So, listen. Maelstrom's got this Ripper Doc. Thing is, they're keeping her against her will, forcing her to work. Could you go grab her from those psychos? Her brother would be grateful. Deeds attached. Claro. Auftragsart SOS-Söldner gesucht. Ziel Lucy Thackeray von den Maelstrom befreien. Ort Clean Cut Clinic, Longshore North, North Street. Wer Blut sehen will, blutet am Ende meistens selbst. Bertie ist ein Vollidiot, der blöd genug war, sich Maelstrom anzuschließen. Und dann hat er zu spät geschnallt, dass diese Psychos nur drei simple Regeln haben. Bleiben, sterben oder bezahlen. Seine Schwester Lucy hat Option Nummer 3 gewählt. Aber statt Kohle hat sie den Maelstrom im Austausch für die Freiheit ihres Bruders ihre Dienste als Riverdog angeboten. 3 Monate wollte sie diesen ihren zusammenflicken. Blöd nur, dass inzwischen 5 Monate vorbei sind und sie immer noch dort festsitzt. Hier kommst du ins Spiel. Der Auftrag wird übrigens von Bertie bezahlt. Er hatte wohl noch ein paar Eddies in der Matratze. Okay. Ein Riverdog. Suchen und finden. Da habe ich gerade eine Kamera gesehen. Okay, Ping kann nicht zurückverfolgt werden. Eben, das war das Komische. Wieso konnten sie wissen, dass ich einen Ping gemacht habe, wenn man das gar nicht zurückverfolgen kann? Oh nee. Man weiß, was das heißt, wenn solche Schuhe da aufgehängt sind. Von da oben reinkommen wird schwierig. Oder vielleicht irgendwie von hinten. Oder klar. Doch von oben. Was das möglich ist. Ist natürlich eine andere Frage. Sieht nicht so aus.
halt aber vielleicht von hier. Auch nicht. Von hier hinten. Das sieht gut aus. Ich versuch's mal leise. Okay. Sieht doch nicht gut aus. Ich möchte es leise versuchen. Da. Kurz mal in die Kameras reinhängen. Okay, sieht mir nach gar nicht so vielen Leuten aus. Auf jeden Fall gibt es unten noch einen Keller. Aber es scheint machbar zu sein. Fuck, still got Hans Chinese takeout all over me. Yeah, it's you. They fucking gutted him. But he just stood there giving him hell. That's Hans, man. Chum can't be stopped. Was ist da? Fast. Push him. You got it. Einfach ein bisschen mehr in die Ecke. Neue Splitter, archiviert das Gespräch. Michael Johnson, Nikolai, sie operiert ihn gerade. Wird alles gut laufen? Keine Ahnung. Aber diese Lucy ist eine verdammte Wunderheilerin, glaub mir. Die hat Bill einen Dünndarm geschippt oder so. Jetzt trailert er immer Musicals, wenn er pissen geht. Ich hab nicht nach Hans gefragt. Ich frag nach dem Deal. Habt ihr die Ausrüstung bekommen? Zum Teil. Wir mussten etwas zurücklassen. Trommelt ein paar Pisser zusammen und holt den Rest. Und diesmal keine Scheiße bauen. Okay, gerade läuft's eigentlich gut. Was? Okay, den sollte ich auch ganz einfach töten können. Also Sine finde ich eigentlich gut, weil ich... Eigentlich schleiche ich es schon noch gerne, aber es braucht halt immer sehr viel Zeit.
Kurz mal schauen, lokales Netzwerk. Alles ausschalten. Nachrichten bitte. Hey Arne, bitte, ich flehe dich an. Lass meine Schwester gehen. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass Lucy 3 Monate für dich arbeitet. Aber das ist lange her. Das ist nicht fair. Du hältst dich nicht an den Deal. Ich bin aber bereit, noch was darauf zu legen, damit du sie gehen lässt. Bitte, Arne, lass sie. Sie ist meine Schwester. Bertie, wie schön von dir zu hören. Und ich dachte schon, du hättest uns vergessen. Witzig, dass du den Deal erwähnst. Denn ich habe eher den Eindruck, dass du der bist, der sich nicht dran hält. Der Deal war, wir liefern dir Chrom, wir unterstützen unsere Maelstrom-Brüder und Schwestern und du bleibst bei uns. Wenn du also dein Scheißleben wegwerfen willst, nur zu, aber du hast uns fallen lassen wie ein kaputtes Implantat. Wir haben auch Gefühle, Bertie. Du hast uns das Herz gebrochen. Und was dein Schwesterchen angeht, ihr gefällt es hier. Sie bedeutet mir sogar so viel, dass ich ihr geschrieben habe, um ganz sicher zu gehen. Das hier hat sie geantwortet. Hey Bro, das Leben hier gefällt mir. Ich bleib lieber bei deinem krassen Chums, als mit einer feigen Sau wie dir davon zu rennen. Tschüssi! Ihre Worte, nicht meine. Wie du siehst, sind mir die Hände gebunden, Kumpel. Ist ihre Entscheidung, das verstehst du doch. Ich kann sie nicht einfach rausschmeißen. Das würde gemein. In diesem Sinne, tschüssi. Hab mich um sie gekümmert. Arne, an John Graneth. Diese Skeff-Wichser wollten uns verarschen, aber wir haben sie daran erinnert, mit wem sie sich angelegt haben. Sollte den anderen in der Stadt eine Lehre sein. Heißt aber auch, dass es dort vorübergehend unsicher wird. Deswegen soll sich bloß keiner eine Kugel einfangen. Übrigens, glaub's oder nicht, aber die haben doch tatsächlich versucht, mir dreckiges Chrom zu verticken. Mir? Alter, da können sie auch versuchen, einem Nomaden Sand anzudrehen. E9, E9, bitte. Nice. Bisschen Money gescheffelt. Hier geht's, glaube ich, auch noch. Bitte. 1C. 55 bitte. Nice. Noch mehr Money. Ach so, nee, warte. Chemikalien, die lautlosen Killer. Wusste ich. War klar, dass sie sich bewegt. 551C, 55. Okay, die schaut gerade zu uns. Schlecht. Vielleicht eher schlau hier hinten rum zu gehen. Wahrscheinlich. Okay, bringt auch nicht viel.
Jetzt aber heimlich ranschleichen, töten. Maelstrom gehört, sich zu töten. Archiviertes Gespräch? Nein, wirklich, ist gut. Hat mir nur geschrammt. Ach so, hab gehört, jemand wäre fast abgekratzt. Ja, Hans, Jen hat es schwer erwischt. Seine Gedärme waren auf dem Asphalt. Den Geruch kriege ich nicht aus der Nase. Verfickte Skeff-Psychos. Ja. After all, they're an R&D company that makes its bread and butter from patent licensing. So. Jetzt haben wir hier alle zumindest oben gekillt. BD1C1C551C. Schön immer alles Money mitnehmen. Okay, hier wäre man auch reingekommen. Naja, habe ich nicht gewusst. Slotomatic, was? Ja komm, why not? Es gibt XP. Aber ich mach's jetzt nicht mit allen, aber man könnte XP farmen. Hello, Lucy. Your friend's in real bad shape. Get in here. I need your help. My friend? He's no chum of mine. I'm V. As if I can remember all your names. I'm not Maelstrom, Lucy. Your brother sent me. Birdie? Okay. Okay, just a moment. He sieht ein bisschen aus wie aus Outlast, ehrlich gesagt. What's with him? They shot him. Almost got him sorted out, but the bleeding started again. Look, we don't have time for this. The tech they've got in here belongs in a scrapyard. We got a Delta, now. Since you're still here, run a scan on him. You can't be serious. Jesus, I see your implants. Scan him. Ja, dann halt. Pressure's fallen. Same with Hans temperature. Otto Maelstrom. He's going into shock. I'll try to stem the bleeding. You, give him a unit of synth blood. Come on, Lucy. It's on the table. First from the left. We need to go. No. I'm sorry? Enough of this shit. We don't have time. He's gone. Of course. Shouldn't have expected anything from someone like you. Tell me, do you feel anything at all when you kill someone? I didn't kill him. You didn't. The man died because you did nothing. Even after I asked for your help. That's murder. Let's go. And of course, change the subject. Off we go. Just hope it's worth it in the end. Du weißt schon, dass du denn nichts bedeutest? Und du denn scheißegal bist? Der Fahrer wartet, bring Lucy zum Auto. Ach so, hätte ich das teilnehmen können. Ach shit. Ich habe das nicht gesehen. Sonst hätte ich es schon gemacht. Ach doof, schon wieder was verpasst. Medizinliste, okay, hier ist die Liste. Na gut, müssen wir nicht durchgehen.
Patientenaufzeichnungen Johann Sjoman. Klinge im linken Oberarmknochen abgebrochen und eingeklemmt. Arm war nicht zu retten. Mit kybernetischem Arm ersetzt. Tarek Klerker. Drei Schnittwunden im linken Beugemuskel. Durchtrennte Obermaterie durch tiefe Stichwunde. Todesursache vermutlich hypovolämischer Schock durch den Blutverlust. Okay, sorry. Ich muss da ganz kurz mal speichern. So. Und dann würde es mich eigentlich doch interessieren, was passiert, wenn ich ihn gerettet hätte. Das muss ich noch kurz probieren. Also falls das möglich ist. Vielleicht ist es auch gar nicht möglich. Aber interessiert mich jetzt. Braucht gerade ein bisschen lange zum Laden. As if I can remember all your names. I'm not Maelstrom, Lucy. Your brother sent me. Birdie? Okay, okay, just a moment. What's with him? They shot him. Almost got... Look, we don't have time for this. The tech they've got in here belongs in a scrapyard. Since you're still here, run a scan on him. Pressure's fallen. Same with temperature. He's going into shock. I'll try to stem the bleeding. You, give him a unit of synth blood. Come on! It's on the table. First from the left. Just not in my hand. Okay, gotta wait a bit before it closes up. Why are you doing this? I'm a doctor. He probably killed more people than you'll ever save. This is an operation, not a court hearing. All right, crisis averted, looks like. Rest he'll just have to sleep off. Thanks. Now we can go. Okay. Okay, ja, sie ist einfach anders. Anders aufgebracht. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ja, dann komm bitte. Keep close to me. Head down. Siehst du, ich habe noch ein paar andere Leute umgebracht. A little farther. Your ride. Get in. Was, wo? So weit entfernt? What the hell? Naja gut, hippokratischer Eid abgeschlossen. Ja, ob das jetzt irgendwie einen Unterschied macht, glaube ich eher weniger. Hey, Lucy's safe. Prime work. Thanks. Aber wir haben es abgeschlossen. Ich lasse das jetzt mal so. Und ich würde sagen, das war's wieder von dieser Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.